Ihr habt Gläubigen ihre Obdach genommen. Das steht auf den Plakaten vor der beschlagnahmten Iman Ali Moschee. Heute Mittag werden sie vom Polizisten entfernt. Auch die Schura in Hamburg kritisiert die Schließung der blauen Moschee. Weil das für viele Menschen in Hamburg, für schiitische Muslime, aber auch für alle Muslime in Hamburg ein religiöses Zentrum, ein sehr, sehr markanter Merkmal der Stadt Hamburg war und ist. Gestern Morgen stürmten hunderte Polizisten bei einer Razzia die blaue Moschee an der Außenalster. Das Bundesinnenministerium hatte ein Vereinsverbot gegen das Islamische Zentrum Hamburg ausgesprochen. 30 Jahre wurde die Moschee bereits vom Verfassungsschutz beobachtet. Man hat den Iran, das Regime, das menschenverachtende Regime im Iran unterstützt. Man war antisemitisch unterwegs, all das war natürlich etwas, was man nicht akzeptieren konnte. Doch wie soll es jetzt mit der blauen Moschee weitergehen? Viele Muslime in Hamburg wünschen sich laut Schura eine Weiternutzung. Wir wünschen als Schura Hamburg, dass die Moschee nach ihrer Bestimmung auch weiterhin als Gebetsstätte genutzt werden soll und so schnell wie möglich. Je länger sie geschlossen bleibt, umso schwieriger ist das für die Muslime. Die Hamburger Politik zeigt sich gesprächsbereit. Das Gebäude liegt ja jetzt im Eigentum des Bundes. Es wird jetzt erstmal darum gehen, dass es zurückfällt an die Freie und Hansestadt Hamburg. Es war nun ein Gebäude für religiöse Zwecke und ich denke mir auch, dass religiöse Zwecke auch weiterhin der primäre Gegenstand der Nutzung sein wird. Und was darüber hinaus möglich ist, das kann man dann in den nächsten Monaten sicherlich mit der iranischen Community auch hier in Hamburg beraten. Einen Monat hat das IZH jetzt Zeit, juristisch gegen das Verbot und die Beschlagnahmung der Iman Ali Moschee vorzugehen.